pass auf. Holy shit, da kommen alle. Die Leute haben mich immer im Stream gefragt, was ich mir noch für einen Killer wünsche. Und ich habe immer von so einer Blechbüchse geredet. Die hat es jetzt endlich geschafft und klappert hier mit uns gemeinsam durch den Nebel. Ein ganz herzliches Willkommen zum Public Test Build vom neuen Killer, dem Ritter. Ich werde euch jetzt mal einen kleinen Überblick geben über seine Fähigkeit, über seine Perks und wie er sich so anfühlt beim Spiel. Kalt und rostig wahrscheinlich. Digga, das Schwert in normalen Sizes war auch einfach ausverkauft. Er musste halt die Hagrid-Variante nehmen, ne? In der 65 Kilo Herrengröße. Das macht er nur, um die Jungs zu beeindrucken, Alter. Apropos die Jungs. Wir haben hier eine sehr, sehr interessante Power. Es ist doch ein bisschen eine ziemliche Unordnung, aber wir versuchen da mal ein wenig Übersicht hineinzubekommen. Also er hat quasi mehr oder weniger den Drogenexzessen verfallene Freunde, die er rufen kann, und zwar immer nach einer bestimmten Reihenfolge. Er ruft sozusagen eine Wachenkumpane, die er auf einen festen Patrouillenweg schickt. Die sind dann für einige Sekunden im Spiel und gehen diesen Weg ab. Die haben so einen Radius um sich drumherum. Wenn die einen Survivor in diesem Radius detekten, dann gehen sie zu der Position und dann greifen sie den Survivor an. Das heißt, wenn man es schlau macht und die Survivor ein bisschen gecornert sind, dann kann man sie quasi aus zwei Richtungen attackieren, was unglaublich interessant ist. Und das klingt jetzt halt alles mega stark. Wir werden aber feststellen, dass es doch gar nicht so einfach ist. Es ist ein bisschen tricky. Man muss das, glaube ich, mit ihm lernen. Und es kommt auch ein wenig auf die Map an, wie das gut funktioniert und wo der Survivor sich positioniert. Aber auf jeden Fall klingt das sehr interessant und spaßig. Die Wachen sind aber unterschiedlich, die er ruft, und zwar immer in einer gewissen Reihenfolge. Einmal den Scharfrichter, der wo Objekte schneller zerstören kann, der Meuchler, der halt einfach ein bisschen schneller ist, und der Kerkermeister, der länger da bleibt und einen größeren Radius hat. Die Wachen können Generatoren, zerbrechbare Wände und Paletten zerstören und jagen, wie gesagt, Überlebende. Das ist wahrscheinlich bloß für ein paar Sekunden der Fall, aber ich meine immerhin. Mal gucken, was man da draus machen kann. Der Überlebende kann einer Wache entkommen, indem er einen anderen Überlebenden vom Haken befreit, sich das Feldzeichen schnappt oder überlebt, bis der Timer der Jagd abgelaufen ist, ja. Vom Haken befreien vor allem, Alter. Weißt du, rennt da so ein 2 Meter großer Meuchler hinter dir her und du hakst erstmal genüsslich ab. Nachvollziehbar. Die neuen Perks, fangen wir mal von hinten an. Keine Versteckmöglichkeit. Die Intrigen der Wachen und Feigen erzürnen dich. Deine Wut zwingt Überlebende dazu, sich zu zeigen. Wenn du einen Generator kickst, werden die Auren aller Überlebenden in einem Umkreis von 24 Metern für 5 Sekunden angezeigt. Da jetzt es ziemlich in der Meta ist, Gens zu kicken mit zum Beispiel Overcharge oder Call of Brine oder so, kann man das noch mit kombinieren und hat einen ziemlich coolen Infopurger. 24 Meter sind nicht ein kleiner Radius. Finde ich einen sehr coolen Perk. Hochmut. Da haben sich viele echauffiert. Ich bin da ein bisschen gespaltener Meinung. Immer wenn du von einem Überlebenden betäubt wirst, also eine Palette abkriegst, Decisive Strike oder, gut, da spielt es keine Rolle. Oder wenn der Survivor dich aus dem Schrank betäubt mit hier Dings, na, ihr wisst schon. Erleidet dieser Überlebende für 20 Sekunden den Status gefährdet. Das heißt, er ist One-Shot. 20 Sekunden klingt viel, ist es wahrscheinlich aber nicht. Vor allem, wenn du in einer sicheren Area bist. Ich glaube, ein guter Survivor kann so lange überleben, ohne diesen One-Hit zu kassieren. Aber wenn es dann wirkt, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man The Game so nutzbar machen kann, das Problem ist, man wird halt den ersten Effekt davon kriegen, man wird vielleicht mal jemanden down und dann pre-droppen die Survivor die ganze Zeit die Paletten und du machst das Spiel eigentlich für dich ein bisschen langweiliger und hast im Endeffekt auch keinen Wert von dem Perk. Also, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, wie es klingt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es eher ein bisschen meh. Fluch ist ein Hex-Perk im Angesicht der Dunkelheit. Wenn du einen Überlebenden verletzt, wird ein Totem zum Leuchten gebracht. Also, die sind erst quasi deaktiviert. Sobald man jemanden hittet, brennen sie. Und der Überlebende wird mit einem Fluch belegt. Solange das aktiv ist, schreien alle Überlebenden außerhalb meines Terrorradios immer mal wieder auf für 2 Sekunden. Ich denke mal, das unterbricht auch, wenn sie jetzt am Gen arbeiten, dann schreien sie halt groß. Wie beim Doktor so ungefähr. Kann man vielleicht gut mit Deadman Switch oder so kombinieren, was denn die Gens blockt. Keine Ahnung, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Andere Überlebende sehen die Aura des verfluchten Überlebenden auch für 8 Sekunden. Wenn der Überlebende, ja, stirbt, also ein Todesstatus versetzt wird oder geheilt wird, wird das Fluchtotem wieder, ja, geht es aus. Und das Talent wird deaktiviert. Okay, das Talent wird dauerhaft deaktiviert. Okay, solange die Jagd geht und irgendein Survivor zerstört das brennende Totem, habe ich dann quasi keinen Perk mehr. Ich weiß nicht, das klingt nicht so stark für einen Hex-Perk. Das klingt ziemlich nach einer ziemlichen Unordnung, aber super interessant. Also, ich finde es cool, dass sie es ausprobieren, mal
weiß nicht, eine andere Art von Hex-Perk zu machen. Aber das muss man ein bisschen ausprobieren. So, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich würde aber, was ich sagen würde, ist, dass wir jetzt erstmal in den Match gehen mit Bots, um eine kleine Übersicht über die Killerstärke und über die Perks und so zu bekommen. Weil wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit, seit Public Test Build hier kann man Computergegner hinzufügen als Survivor. Als Killer geht's noch nicht, aber ich finde das mega genial. Man kann halt schnell mal was ausprobieren, man kann mit bestimmten Killern üben und das ist auch alles gar nicht so schlecht. Lass uns das mal tun. So, zeigen wir gleich mal die neue Map. Der zerstörte Platz auf dem dezimierten Borgo. Ja, man kann auch sagen, wir sind einfach auf dem Mars gelandet oder so. Sehr interessant. Scratchmarks hier zu sehen, das wird ein Brüller. Okay, wir können jetzt hier, da sehen wir schon einen Survivor, wir haben hier den grünen Totenkopf unten leuchten, der zeigt uns an, welche Wache gerufen wird. Warte mal, da ist jemand. Jetzt können wir mal gucken, ob wir den Scharfrichter hier auf den Pfad schicken wollen. Oh! Die Survivor reagieren da gut drauf, ja, ist klar. Die können halt, wir sehen hier die Route, da ist er. Der ist gleich wieder weg. Oh, dankeschön für gar nichts, Brudi. Und der Ring da drumrum ist halt die Detection Range sozusagen. Du bist Bescheid. Okay, lasst uns mal ein bisschen auf die Power fokussieren. Digga, die Gen rushen mich hier. Was denn? Okay. Kann er noch detekten? Wie schnell ist das? Oh, guck mal. Jetzt der Meuchler. Der hat sie erwischt. LOL! Danke dir, Digga! LOL, die Sounds! Also ich meine, ich hätte sie jetzt auch einfach hitten können, das wäre kein Ding, aber, you know, der Coolness-Faktor. Bitteschön. Okay, das war awesome. Das war der Meuchler. Der hatte ihr tiefe Wunde zugefügt, ich habe es gar nicht so richtig gesehen. Warte mal, wir kicken mal den Gen, gucken, ob hier irgendwo wer ist in dem Perk. Aura lesen auf der Karte auch, wirklich ein guter Joke. Als nächstes kommt der Kerkermeister. Der bleibt länger im Spiel. Man kann damit auch patrouillieren, richtig? Oh, guck mal, der hat eine viel längeren Vorrat. Der braucht eine Weile, bis er losstartet. Ah, der ist auch ein bisschen schneller, ja? Die sehen so cool aus! Okay. Alles klar. Der soll mal da ein bisschen, ne? Boah, Yui stirbt aber auch schnell am Haken. Was ist los? Hat die versucht, sich zu befreien? Ich glaube ja wohl, ich spinne. Oh, da! Detekte den! Bitte! Wait! Verdammt nochmal! Der geht nicht in den Radius! Ach. Das wird noch ein viel größeres Problem. Dwighty Boy loopt auch nicht. Man kann die Survivor und Scratchmarks nicht sehen, wenn man in dem Modus ist. Man kann die Bots nicht so mindgame. Die wissen, wo man ist. Schön. Junge, der muss einen Bizeps haben, der Typ. Von den ganzen Schwertschwingereien hier nebenbei. Geil. Boah. Da hat er sich wie vom Papa Pyramid Head abgeschaut. So. Neue Paletten Visuals, by the way. Ist jetzt auf jeder Karte so. Oh. Okay, wo sind Leute? Oh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Spüren die Leute im Schrank? Ich glaube nicht, ne? Digga, der Scharfrichter ist komplett useless. Das ist schon sehr kurz, wie die da sind. Also, wenn du nicht direkt in der Nähe vom Survivor bist und wenn die Survivor ja natürlich sehen, wo halt die Route lang geht und so weiter, ne? Dann ist es halt ein bisschen, ja, ein bisschen ernüchternd. Oh, mein Perk! Mach was! Yes! Jake! Nein! Funktioniert nicht, ne? Oh mein Gott! Du wurdest geperkt! Wo zum Fick ist der? One-Shot, Baby! Wäre auch sowieso gewesen, aber ist egal. Das sind so Ketten auf den Paletten. Lol, Alter.
Okay. Ja, das wäre jetzt eigentlich hier ein gutes Szenario gewesen. Wäre Jake nicht ein Bot, wäre er nicht schon eh verwundet gewesen irgendwie. Okay. Am besten, wir gucken mal, wie kann man das strategisch einsetzen? Wir gucken mal, ob der Kerkermeister dort jemanden findet. Er hält ihn zumindest vom Gen ab für... Ja, wie viele Sekunden werden das sein? 10, 12? Keine Ahnung. Die Survivor machen an sich einen guten Job, da immer wegzugehen, das ist klar. Miss Kimura? Oh, sie wurde geperkt! Warte! Wo zur Hölle ist sie? Oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet. Die Bots outplayen mich. Die Bots outplayen mich. Guck mal, 20 Sekunden. Oh, 20 Sekunden ist nix. Fuck. Ich habe verloren. Scheiße. Ich spiele das gegen Menschen. Das kannst du nicht machen. Die AI weiß genau, wo du bist. Das ist das Problem. Warte mal. Renn doch weg, Yui. Oh, sie rennt weg. Guck mal. Oh mein Gott. Ah, der geht jetzt erst da. LOL, der geht durch Fenster. What? Der geht erst dahin. Das ist ein Problem. Wo der den Survivor findet, setzt da seinen Standarte hin. Und der Survivor kann da zurück und die Jagd beenden, indem er diese Stange da grabt. Ich glaube, so ist das. Stand zumindest in der Beschreibung. Oh, okay, bye. Der Meuchler. Da war irgendwo was. Jagd gestartet. Jake! Du. Oh mein Gott, die Sounds sind so geil. Ich komme von der Seite, Rudi. Wo geht er hin? Ja, das war's leider schon. Oh, das ist ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Ich hätte gerne mal noch die Yui irgendwie gewone-shottet oder jemand anders. Ey, Dwight habe ich noch gar nicht. Habe ich Dwight schon gesehen? Keine Ahnung. Oh. Boah, ey, Haken hier finden, ne? Oh. Echt so ein Ding. Hör auf zu wickeln. Oh, der ist noch nicht tot. Ah, warte mal, ich kann hier eine Route planen. Wo geht's hier rein? Shit. Oh, wait. Ich habe nicht genug Energie. Schade, ich wollte eigentlich da hoch. Wer auch immer hier ist, wird abgehalten. Wahrscheinlich wird niemand da sein. Ah, das ist der Meuchler wieder. Oh, ich habe keinen... Okay, ich sehe diesen Totenkopf, der als nächstes kommt, nur wenn ich die Power dann auch einsetzen kann, right? Ey, Dwight, kannst du mich mal stunnen? Ich will gerne den Perk zeigen. Disgusting. Pellet Saber. Dwight! Please. Dwight, reiß dich zusammen. Dwight, ich kann das nicht mehr. Dwight. Dwight. Yes! Nein! Du Brick-Dropping Idiot! Fuck! Hier. Stun me. Loop das. Loops. Hört ein Loop. Yes! Wo ist er? Oh, yes, baby! Value! der psychologische Effekt wird am schlimmsten sein für Survivor. Also für Bots jetzt natürlich nicht, aber... So dieser Effekt... wo sind verdammte Haken? Hier. Dass du jetzt denkst, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, one shot! Und dann in Panik verfällst. Das ist immer das Problem. Junge, diese Map ist zugemüllt mit Zeug, Alter. Ich glaub's nicht. Oh, da war jemand. Die Raben haben's mir verraten. Oh, where? Oh mein Gott! Gen Rushers. Generator Rushing, Alter. In meinem Dead by Daylight, hallo? Bots lieben outside der Map. Komm! Komm von der anderen!
anderen Seite. Schaffi! Geh da rein. Yes! Bam! Nee, nicht die Fahne. Ja! Ist das dumm? Ist das dumm, dass man also drauf warten muss? Ich frage mich, wie man das gegen richtige Menschen spielt. Ich werde es ausprobieren, nur Lobbys zu finden, ist echt, echt eine schwierige Nummer hier so ein bisschen. Ey, aber coole Sache. Da kann echt was draus werden. Ich glaube, der Meuchler ist jetzt ja der Nächste, ne? Moment mal. Ach, guck. Oh, er hat ihn. Er muss ihn haben. Hallo? What? Wo geht er hin? Du bist entlassen, Digga. Das war Quatsch. Der war doch im Range. Oh nein. Ich glaube, es ist halt alles auch noch ein bisschen buggy, ne? Weit bist du. Dwight. Nee. Wenn die das machen würden, Alter. Ich glaube nicht. Und also. Dieses kleine Tuten. Lol, ist voll süß. Ist das jetzt so brechbare Wände eigentlich? Nee, ne? Das ist ja ein Bait. Warte mal, man kann es doch aber auch nutzen, um die Leute zu zonen. Moment. Jetzt! Attacke! What? What? Die sind so useless! Oh mein Gott, Alter, der Ranger. Ich hab zum Glück das lange Schwert genommen. Dwight, oh, wir können das Mori zeigen. Hab ich gar nicht gewusst. Warte mal. Moment. Dwight hat die Fahne wahrscheinlich instant genommen oder so. Und dann damit die Jagd aufgelöst. Das ist ein Problem. Okay, dafür kriegst du es jetzt von allen Seiten. Pass auf. Pass auf. Holy shit, da kommen alle. LOL. Oh mein Gott, das ist ja nasty. Holy shit, Alter. Okay. Leicht overtrieben, Junge. Ey, ey, ey. Wo auch immer die hingeht. Wenn sie in die Richtung geht, wird sie hoffentlich die... Oh ja, geh mal deines Weges. Da werden die Survivor sein, genau. Ja. Oh, shit. Wait. No, setz da keine vorne hin. Ich meine, du bist befördert, Alter. Du bist jetzt Hauptmann, General, seine Lordschaft, Alter. Hochwohlgeboren. Digga, so viele Orden auf der Brust, da reicht die Brust gar nicht. Holy shit, danke dir, Digga. Jackie. Oh, Jackie. Ich sollte mal was zerstören damit. Mit der Power. Sind das Scratchmarks oder nee, es sind Brandwunden an den Gebäuden, ja. Genau. Also wenn ich das hier kicke und ihn sehe. Ich weiß nicht, warum die Aura grün wird. Ich bin ja nicht im Patrouillenmodus. Hm. Vielleicht kann ich das markieren oder so? Ich bin mir gerade nicht so richtig sicher. Hello! Hm. Okay, schade. Ich dachte, der Kerkermeister findet wenigstens was. Im größeren Radius. So ist natürlich nicht grün. Ich sehe auch kein das, Jake. Oh mein Gott. Komm schon, Boy. Oh, er hat ihn. Oh, shit. Yeah, no! Geschlagen. Scheiße. Oh Gott. Kann man das kaputt machen hier? Wie geht das?
Ich weiß nicht, wie kann man das zerstören? Warte mal. Ja, warte mal, Jay. Ist nur ein Bot. Ist nur ein Bot, ja. Hab schon wieder ein schlechtes Gewissen. Moment mal. Wie kann man das machen? Order. Ach so. Ah, du klickst halt quasi. Digga, du musst dir mal einen anderen Stock kaufen. Das ist ja fürchterlich. Ey, yo, die sind voll uneffizient, die Typen. Das sind richtige Vollidioten, die ich mir da mitgenommen habe. I love it. Ja, da müssen sie mal noch ein bisschen nachjustieren, glaube ich. Okay, komm hier in der Mitte vom... Nee, Shack ist das ja nicht, ne? Was ist denn das hier? So Pseudo-Shack. Okay, let's go, baby! Der muss den Knutschfleck seiner Frau erklären, naja. Boah, Junge. Ey, das Mori ist schon geil. Ey, die Designs von den Typen, die mussten eigentlich quasi schon drei Killer designen. Mehr oder weniger. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Was die Stärke angeht, keine Ahnung. Ich find's gerade noch irre witzig. GG, soll ich den Bots GG schreiben? Schreiben die GG zurück? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ah, die haben gar keine Perks. Hä, wat? Da war Jake da einfach bloß leise. Strange. Okay. Ich probiere mal in ein Public Match zu kommen. Mal gucken, wie sich das so spielt. Aber da brauche ich wahrscheinlich ewig für. Nachdem er eine Wache gerufen hat, erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit des Ritters 6 Sekunden lang um 10%. Das ist schon dolle. Also klar, 6 Sekunden, aber... I mean... Die anderen sind so, Verlängert die Dauer für die Wachen überlebenden Jagd um 4 Sekunden. Verlängert Patrouillenstrecke um 10 Meter. Bewegungsgeschwindigkeit um 25. Das ist ein universell sehr gutes Add-on, würde ich fast sagen. Ich glaube, das ist gut. So, das macht den halt einfach... Macht diese Wachen generell ein bisschen effizienter, so, weil du halt eine längere Strecke einfach hast und das schneller platzieren kannst. Okay, was haben wir noch? Können wir das noch irgendwie mehr boosten oder so? Hier, beim Durchschalten der gerufenen Wachen erscheint der Scharfrichter zweimal. Das gibt's auch für die anderen. Je nachdem, auf welchen man am besten abfährt oder so, wo da der eigene Fetisch liegt. Das ist schon eine coole Idee auf jeden Fall. Bewegungsgeschwindigkeit der Wachen beim Patrouillieren um 9%. Wahrnehmungsreichweite für Wachen. Oh ja! Oh ja, das ist noch gut. 6 Meter mehr. Verlängert Patrouillenzeit um 6 Sekunden. Das ist auch nicht schlecht, aber Wahrnehmungsreichweite finde ich, glaube ich, noch besser. Weil das Problem ist immer, dass die in der Nähe stehen und die trotzdem nicht detected werden. Aber wie gesagt, ich glaube, manches ist einfach noch ein bisschen buggy. Hey, es hat nur 25 Minuten gedauert. Ich bin extrem entzückt. Wieder auf der neuen Map. Die hat jetzt natürlich eine höhere Chance zu spawnen, das ist klar. Das ist ja auch vollkommen okay. Die ist aber offen, so, das, ist einerseits gut für mich, andererseits aber auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Okay, wir schicken mal jemanden aus. Auf jeden Fall sowieso viel mehr, das fühlt sich jetzt schon an wie viel mehr Weg. Oh, da ist jemand. Kann ich quasi beide Seiten, der Karte kontrollieren, so ein bisschen. Zumindest zeitweise. Da hat dich jemand ein bisschen gekockblockt, würde ich sagen, liebe Claudia. Die haben einen Boon. Na, das wird nix. Ja. Oh! Jemand was hinterher zu schicken, ist quasi sinnlos, aber... Bläst zum Zapfenstreich, Digga. That's it! First down of the day. Also zumindest hier im Public-Spiel. Ich habe gehört, dass Taschenlampen, by the way, buggy sind. Die haben ja diesen Timer. Wenn der Blind einsetzen muss, bevor du dich bewegen kannst, um 0,25 Sekunden erhöht. Und das ist irgendwie, funktioniert das nicht ganz. Und jetzt, egal wann man blendet, man wird irgendwie gestunt. Nachdem die Animation vorbei ist, das ist halt... Whatever. Leute, die haben eine Palette hier verschwendet aber auch, ne?
Jemand hat sich gewehrt gegen meine Wache. Interesting, yes. Yes, yes, yes. Okay, Kerkermeister. Der hat den längsten Weg. Ich schick den mal da lang. Oh, da ist wer. Hat jemanden gefunden sogar. Die Addons machen schon ihren Job. Geil, so kann ich mehrere Survivor auf einmal jagen. Ey, der Loop wäre übelst stark mit dem Fenster hier. Oh. Boah. Digga. Komm her. Ich kenne deinen Namen zwar noch nicht, aber du bist sexy as fuck. Haken finden. Ha! Auf dem dezimierten Borgos. Oder wie auch immer das heißt. So. Hello. Stun me. Willst du wirklich hier bleiben? Der Fake hat gut. Oh, wait! Die paar Sekunden habe ich noch. Du lernst! Du wirst lernen, mein Fräulein. Er hat Deliverance. Auch sehr interessant. Oh! Kein Flashlight-Safe, bitte. Dankeschön. Kerkermeister, bitte. Ah, komm schon! Boah, Orientierung ist nicht meine Stärke unbedingt. Schnapp ihn dir! Ah, der muss halt erst die Fahne setzen, ne? Das ist ein bisschen das Sackt. Der braucht halt zu lang. Oh, shit. Nicht mal von beiden Seiten kriegen wir sie. Schade. Away, what? Ich frag mich, ob sie off the record hat. Schade. Wenn wir hier irgendwie eine Jagd beginnen, vielleicht können wir die beschäftigen. Oh, die hat schlechte Connection. Decisive? Oh, shit. Oh, die wollten den blind. Das wäre auch so gegangen. Aber sie ist moribel. Moriable. Oh, das Fenster ist nasty. Oh, life ist noch mehr nasty. What the f... Der E-Trick musst du mir verraten, Junge. Hallo. Ah, guck mal, zum Zone. Nicht schlecht. Okay, ich heb sie nicht auf. Ich verpasse ihren Mori. Oh, er hat jemanden gefunden, die Kate. Nee, die sind doch alle hier. Nein. Wie kann das möglich sein? Das Geheimnis wurde gelüftet. Es gibt doch vier Wachen. Oh, da hast du auch Glück gehabt, Schätzelein. Kerkermeister ist der nächste. Boah, Scratchmarks hier ist nicht nice. Wait, da ist wer. Oh, da. Das ist sie sogar. Geht er dann weg? Nachdem er den Gen zerstört hat? I don't know. Ich mache hier aber mal den Boon platt. Ich glaube, der löst sich dann auf nach der Aktion. Aber ich glaube, dass, da werden dann keine Perks dran gesetzt, ne? Ich kick den mal mit Call of Brian und dem anderen Perk. Ich sehe ihre Aura. Das nützt mir zumindest was für ein paar Sekunden. Nice, Dead Heart. Sehr gut gemacht. Man ist aber auch schnell in diesem Patrouillending. Oh, guck mal. Oh, schade. Ich dachte, ich wollte sie eigentlich...
Das war smart. Das war sehr smart. Sehr gute Teamarbeit. Ich wollte sie eigentlich noch abfangen. Er hat sie doch. Der wird sie aber nicht kriegen. Live! Oh, schade! Pixel off, ey. Gut. Die haben aber eh einen weniger, so von daher. Nice try. Ich wusste, dass sie kommt. Da ist sie. Kann jetzt leider dieses von beiden Seiten nicht ausnutzen. Der ist so langsam. Der ist voll langsam einfach. Nice dead hard. Ich glaube, der war in meine Richtung oder so. Es ist schon spaßig. Es spielt sich natürlich komplett anders gegen Bots. Schon alleine, weil... Oh. Schon alleine, weil die nicht so die Außenseite der Map irgendwie... Ah, guck mal, er geht auf den Abhaker. Bevorzugen, würde ich sagen. Ich will sie eigentlich nicht tunneln, ehrlich gesagt. Ich jag mal den anderen. Hi. Grüß dich, Daddy. Ich kann zumindest jemand anders die Arbeit machen lassen, während ich ihn hier jag. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. To be honest. Na, das wird nichts. Die starten immer am letzten Punkt und gehen dann zurück. Was eigentlich smart ist, aber das Timing ist so eng manchmal. Ich hätte warten können, aber... Ich weiß noch nicht wirklich, wie ich das strategisch gut einsetze. Aber das muss man einfach lernen, auf Zeit. Ich glaube, manchmal, also wenn man das einsetzt, verlängert man teilweise auch den Chase unnötig. Den hätte ich hitten können. Oh, hier ist er. Glaube ich, oder? Boah, ich weiß nicht. Oh, ich kick den Gen. Mal gucken, ob mir das Aura-Lesen was nützt. Ich meine nicht, wenn ich weiß, wo der Survivor ist. Oh, doch! Nice. Schade. Wenn sie keine andere Palette jetzt gefunden hätte, dann hätte das geklappt. Aber so sind die 20 Sekunden dann doch zu wenig. Schade. Ich dachte, sie wäre vielleicht in den Schrank gegangen. Hätte ich ihr zugetraut, da ist sie. Und jetzt? Der braucht zu lang. Der braucht leider viel zu lang. Ich schick da mal einen hin. Ich weiß nicht, wo sie war. Ich habe keine Ahnung, ob sie damit gerechnet hat, dass ich so schnell wieder aufwache, lol. Ja, ihr seht die Stärken und die Schwächen aber auch von diesem, wenn du gestunt wirst. Hast du One-Shot für 20 Sekunden Perk-Dings.
Es ist schon nicht so eindeutig übel stark. Wisst ihr, das nützt was. Ist schon cool. Sie kann halt immer weggehen. Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding. Survivor, wenn sie smart sind, werden halt nicht an dem Loop bleiben, den du gerade... Du spielst das ein bisschen wie Artist. Aber es braucht länger. Also, du... Weißt du wie? Du bist nicht so effizient. Lass mal. Okay, die werden den letzten Gen vermutlich noch hinkriegen, bevor ich hier einen Down erzielen kann. Ja, siehst du, sie geht weg. Wobei das auch nicht das Schlechteste ist. Sie sieht ganz genau den Radius unten auf dem Boden und kann dementsprechend ausweichen. Das, ich weiß nicht, ob sie das nicht mal noch ändern könnten. Eigentlich könnte das ein... Das könnte vielleicht auch ein Add-on sein, sonst notfalls. Ach, komm schon. So, Mori? Haben wir nicht einen Mori? Oh nein, Taschenlampe. Oh. Zum Glück waren die nicht da. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht die Übersicht auf dieser Map. Hier sind die Tore, so sehen die aus, okay. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Es hat sich gerade beantwortet. Mal gucken. Er hat ihn erwischt. Ist es halt leider sehr... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Uneffizient ist wahrscheinlich das falsche Wort. Es ist halt unterwältigend. Wisst ihr, was ich meine? In manchen Situationen ist es wie Nemesis-Zombies. So fühlt sich das an. So sehr, Ja, manchmal cool so. Aber in vielen Fällen dann eben doch nicht. Wir haben das erst aufgemacht. Sehr gut. Der braucht zu lang. Ja, der kann gar nichts machen. Und sie können gleich die Fahne nehmen. Ja. Dass die Survivor sofort die Fahne nehmen können und den quasi sofort deaktivieren können, ist auch so eine Sache. Da müssen sie noch ein bisschen das tweaken, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl, es gibt auch noch viele Bugs. Manches funktioniert nicht so, wie es intendiert ist. Aber es ist auf jeden Fall extrem interessant. Es geht so viel ab. Man hat so viel Interaktion und prinzipiell liebe ich das. Also das finde ich schon mal gut. Er hat eine Grundlage, die sehr darauf geeignet ist, sehr, sehr spaßiges, ja, Potenzial zu bieten auf jeden Fall. Und das freut mich definitiv. Es wird natürlich ein bisschen so ein Strategiekiller. Muss es ein bisschen setupen. Er wird sehr, sehr map-abhängig sein. Aber, ja, gut. Das hat man ja irgendwie bei den meisten der Fall. Okay, liebe Leute. Das war sehr spaßig. Dankeschön. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da, um den Channel zu unterstützen und dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim selber austesten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.